Hi there. Ich habe jetzt seit 2 Wochen probiert, einen vehicle-aided Gameplay aufzunehmen, aber OBS hat weniger Bock auf mich, als Bartmains Bock drauf haben, auf der Lane zu bleiben. Bei dieser Aufnahme zum Beispiel fand OBS Lukas Stimme anscheinend so ätzend, dass sie sie einfach gar nicht aufgenommen hat. Also kriegt ihr jetzt meinen Commentary darüber. Have fun. Hashtag LEC Big Plays. Auf Toplane angekommen, biete ich dem Schaufelbaggerfahrer erstmal eine gratis Bartrasur an, aber der möchte seinen 3-Tage-Bart anscheinend stehen lassen. Immerhin hat der Kerl schon Bartwuchs. Dem, der da oben mich langweilt, verlasse ich die Isolationsinsel und mache einen kleinen Spaziergang. Eine Vogelscheuche weiter finde ich dann den gegnerischen Waldläufer, aber auch der war anscheinend erst beim Friseur und lehnt dankend ab. Leider bin ich ein relativ penetranter Friseur und renne ihm noch ein bisschen hinterher. Womit ich nicht gerechnet habe, ist, dass der Baggerfahrer gerade Mittag macht und deswegen von seiner Baustelle angelatscht kommt. Seine Baustellenbegrenzung hat er auch dabei und dementsprechend gehe ich relativ schnell drauf. Zurück auf der Lane zeige ich dem Stuckateur erstmal, wie man mit einem Schwert verputzt. Er rennt aber gleich zur Bauleitung Petzen und kommt darauf mit einer nicht Corona-konformen Großgruppe an, um mir meinen Waffenschein zu nehmen. Als ich ihm mit der Polizei drohe, hält er da aber doch länger als gedacht den Sicherheitsabstand ein und eine glorreiche Weh von mir später kann ich nochmal unsere Base von innen anschauen. Der Freizeitgrabräuber will mir anscheinend seine Freundin vorstellen. Mir reicht jetzt dann langsam mit Kontakten, die der Superspreader hier hat und schicke ihn in Quarantäne zurück in seine Base. Zum Glück hat er seine Alte auch mitgenommen. Ein Anruf bei der Gesundheitsbehörde und ein Inspektor wird mir vorbeigeschickt. Die Beweislage ist groß genug, dass der Ex-Rock-Gitarrist gleich nochmal in Isolation muss. Damit ich jetzt nicht hochmütig werde, schickt mir irgendjemand das lebendige Halloween-Kostüm her. Der Grubengräber marschiert auch mit seiner ganzen Sippschaft an. Ich hau ihm zwar gut eine rein, aber nachdem die Vogelscheuche mir ins Gesicht schreit, erschrecke ich mich und fall um, noch bevor die Scharfschützin from downtown sich noch einen Assist holen kann. Weil es so gut geklappt hat, wollen die Gegner das anscheinend gleich nochmal machen. Viertel macht die Super Surprise Strategy und bleibt im Busch stehen. Ich hole meine UNO-Karten raus und sage No You und erkläre ihm, dass Summoner's Rift auch eine Bot-Site hat, die er gern mal besuchen könnte. Der Löffelkönig und seine Freundin kommen zu spät. Mann, die hängen ja nur noch aneinander. Nehmt euch ein Zimmer. Erst die Geistertante slappen, dann zeige ich Yorick, wie balanced Viego tatsächlich ist. Weil Botlane für Viertel ein Fremdwort ist, gehe ich mal dahin, um mich sicherer zu fühlen. Außerdem ist es ein beliebtes Jagdgebiet, heute Abend gibt's ADC. Die Lichtschleuder scheint erst Berührungsängste mit mir zu haben, aber nachdem ich ihm versichert habe, dass ich vor 22 Uhr wieder zu Hause bin, traut er sich doch mit mir Party zu machen. Shelly und ich wollten eigentlich Bonk mit dem gegnerischen Turm spielen, aber Viertel scheint stärker auf mich geprägt zu sein als kleine Küken auf ihre Mutter. Den nehme ich zwar noch mit, aber dann kommt die etwas kompensierende Scharfschützin und die Cowboy-Schlange an. Die spuckt mir so hart ins Gesicht, dass ich am Boden festklebe und relativ schnell das Zeitliche säge. Mein Nose-Tackle-Spieler Galio macht zwar seinen Job gut, muss aber schnell wegrennen und zeigt danach, dass sein Mantel das locker wegsteckt. Ich baite den Museumsdirektor noch ein bisschen und versuche dann seinen Turm neu zu designen, werde aber härter weggeflankt als eine Reeperbahn-Prostituierte. Nachdem sie mich schon mehrfach angesniped hat, werfe ich mich mit einer Arschbombe in die Artillerie und zeige, wie schnell 0,98 Sekunden sind. Dieses Play wurde gesponsert von Lukas LP. Sie climben, wir stagnieren. Eigentlich wollte ich Viertels Super Surprise Strategy auf den Radlader ausprobieren, aber mein Team wollte mit bisschen Action machen. Wir spielen erstmal Orgel mit der Artillerie, nur damit mir der Wanderstockhaufen wieder zeigen kann, wie gern er mich hat. Krass, super Surprise Preis gesagt! Ah, Senna wird sich bestimmt freuen. Du pralle Kartoffel. Während mein Team mit den Gegnern einen Country Dance einstudiert, trainiere ich ihnen hochprofessionell die Außenterrasse und das kleine Badezimmer. Kritik an meiner unkonventionellen Vorgehensweise auf Seiten des grobmotorischen Gabelstaplerfahrers weiß ich wie immer von mir. Wenn das besser kann, soll es selber machen. Ich glaube, dazu muss ich nichts sagen. Jetzt werde ich allerdings ein bisschen greedy und darf mich erstmal auf eine Verfolgungsjagd einlassen. Die wird aber mit einem Schrei und einem folgenden Uppercut mit Schlangenbiss beendet. Da die Gegner sich jetzt aber auch noch an dem vorhandenen Wildleben vergreifen wollen, kommt Greenpeace an mit ihrer Armbrustschützin und räumt auf. Man kennt's. Nachdem ich schon auf Toplane angefangen hatte, wollte ich mich jetzt um den Vorgarten und die Küche kümmern. Die Gegner hatten da zwar mehr einzuwenden, mussten sich aber an die maximale Anzahl an Haushalten halten und wurden so einer nach dem anderen umgebolzt. Danach waren sie so angefressen, dass sie surrendert haben.
Gut, ich hoffe, Premiere hat mich jetzt mehr lieb als OBS, sodass das Video die Woche irgendwann noch rauskommt. Sagt mir gerne, was ihr davon haltet. Ich gehe mich jetzt selber auspeitschen, damit das nächste Edit-Gameplay früher kommt. Das macht mir tatsächlich mehr Spaß, als ADC zu spielen. In dem Sinne, haut rein. Was kommt denn eigentlich als nächstes Edit-Gameplay? Kaiser? Oh no!